Hallo, liebe Freunde der gepflegten digitalen dentalen Unterhaltung. Willkommen zurück bei D2D. Wie ihr seht, wir haben mal wieder Post bekommen. Von der Firma Formlabs, den Form 3B, Form Cure, Form Wash und das Accessory Pack. Malu, vielen Dank dafür. Und wie wir aus diesen ganzen Kisten Druckstücke wie unser Logo erzeugen, das werden wir euch zeigen. Viel Spaß damit. So, wir haben hier ein bisschen aufgeräumt. Der Form 3B steht als einziges mit dem Accessory Pack noch da auf dem Tisch. Das ist das, was auch bei euch tatsächlich ankommt, wenn ihr einen Drucker ordert. Ich mache ein bisschen Platz. Du kannst schon mal aufschneiden. So. Ja, Mai, so ein großes Paket. Ne? Ein Träumchen. Nicht, dass ich nachher nur noch Unboxing-Videos machen möchte. Bestimmt. So, ich würde sagen, wir heben das einmal kurz hier hinter. So. Wir haben die Bedienungsanleitung inklusive der Anschlusskabel, die wir später brauchen. Strom. Das können wir entsorgen. Verpackungsmaterial. Ah, und der hat so Hebelaschen. Genau, okay. Richtig. Wir heben den jetzt raus und auf den Tisch. Warte, ich hab Hast du ihn? Jetzt. Und los geht's. Da ist das gute Stück. Den bringst du den zur Seite, oder? Ich stelle den nach hinten. Sehr schön. So, schauen wir mal. Achso, nee, das brauchen wir gar nicht. Na gut. Egal. Heben wir ihn einmal hier raus. Ich hab ihn. Hast du? Gut. So. So. Ein Verhüterli. Und noch ein Verhüterli. Statisch aufgeladen. Tada. Guck mal, steht sogar schon richtig rum. Als ob wir es so geplant hätten. So. Wir haben unsere Wanne. Teil des Lieferumfangs. Schauen wir mal kurz rein. Aufgebaut ist das Ganze. Wir haben einen Wischer, den wir montieren müssen. Das Ganze ist mit Magneten getragen. Ich mache hier Verwaltung. Verwaltung. Hervorragend. Vielen Dank, Max. Und die Wanne selber mit einer Aufbewahrungsbox. Das wäre auch gut, wenn du das noch kurz... Ich nehme hier alles. Dankeschön. Mal vielleicht kurz zeigen. Wir öffnen das einmal. Diese Aufbewahrungsbox. Hat innen drin direkt mit der Anleitung als Kleber aufgebracht. Die Erklärung, wie das Ganze funktioniert, quasi in der Inbetriebnahme. Nicht vergessen, wir hatten es schon mal, da hat eine Kollegin hier einen dieser Schutzecken vergessen abzunehmen beim Einsetzen der Wanne. Kümmern wir uns gleich drum. Oder im nächsten Video, wenn wir die in Betrieb nehmen. Das ist dabei. So. Dann haben wir den Druckstempel. Geeignet für alle Materialien, die Formlabs im Angebot hat. Ich packe ihn wieder da rein, Max. Okay. Außer den im Mund verbleibenden Materialien, dafür gibt es einen separaten Stempel. Der ist aus Edelstahl gefertigt. Da geht es um Hygiene und halt den zertifizierten Härteprozess. Gucken wir uns auch später noch an. Weil PVs ist das, was wir noch drucken werden im Folgevideo. Ja, ne? Super. Genau. Die Resinkartusche, Dental Modell, ist auch dabei. Ihr könnt euch, glaube ich, eins von drei Resinen aussuchen, die ihr dazu haben wollt. Es gibt mehrere. Also du kannst relativ breit in der Plattform aussuchen. Mhm. Modell ist aber eins ohne Zuzahlung. Wenn du dann die hochwertigeren in Anführungszeichen nehmen willst, dann kommt nochmal eine Zuzahlung obendrauf. Aber super. Ich glaube, dass fast niemand mit nur einer Kartusche anfängt.
Wie gesagt, wir jagen davon jede Menge durch den Drucker. So. Und zu allerletzt das Form-Wash-Set mit den Werkzeugen, die ihr dazu bekommt. Hier geht es darum, wir haben eine kratzfeste Unterlage, auch alle Zubehörteile, darauf könnt ihr arbeiten, da könnt ihr den Druckstempel entsprechend Die sieht aber auch ablegen. Nicht lange so schön aus. Was? Unsere sehen hervorragend aus. Genau. Und na, komm da raus. Kannst du mir einmal mit dem Karton helfen? So. Das ist das Becken, oder das sind die zwei Becken, in denen man mit dem Alkohol später den Reinigungsprozess vollziehen kann. Verschiedene Pinzetten, Einsätze, Handschuhe, wirklich alles, was ihr zum Start braucht, ist dabei. Da sind so kleine Siebe drin, da legt ihr quasi eure Druckobjekte auf, könnt die in der Wanne entsprechend mit ein bisschen Bewegung säubern. Wir nutzen es nicht mehr. Wir haben dafür Form Wash und Form Cure, die machen das automatisch für uns. Wir haben gesagt, das ist Zeit, die wir eher in der Arbeitswelt verbringen wollen. Optimierung und so weiter. Auch wenn die Geräte, die Zusatzgeräte ein bisschen Geld kosten, aber das lohnt sich auf jeden Fall, da zu investieren. Das ist, hast du noch mal kurz den Druckstempel? Eine Halterung. Es geht vor allen Dingen darum, wenn ihr auf dem Drucker verschiedensten Objekte gefertigt habt, könnt ihr darüber eine Abstützung erreichen auf dem Tisch und entsprechend schön damit arbeiten und das Ganze abkratzen oder abdrücken von der Plattform. Kratzen ist zwar manchmal nötig, aber nicht wirklich erwünscht eigentlich. Wo wir beim Thema Preise sind. Ich habe da mal wieder recherchiert. Das Basis-Package, was wir euch hier gerade gezeigt haben, also mit diesen Waschboxen, liegt bei 4.699 Euro UVP. Das, wie es heißt, Complete-Set mit der Waschstraße, also wie heißt es, Cure Wash und Cure... Form Cure, Form und Cure Form Wash. Und Form Wash liegt insgesamt bei 5.799 Euro unverbindliche Preisempfehlung. Und dann gibt es den sogenannten Dental Service Plan. Sehr empfehlenswert. Die neuen Geräte gehen nicht mehr, gehen nicht mehr so oft kaputt, ist falsch, aber sie sind fehlerunanfälliger, nennen wir es deutlich mal so. Deutlich fehlerunanfälliger. Ihr habt ein Jahr den Serviceplan inkludiert. Das heißt, euer Gerät geht kaputt, ihr ruft den Support an, ihr packt das Gerät in eure Box, ihr kriegt ein Austauschgerät, während das Gerät wieder weggeht. Das kann man aufstocken. Das erste Jahr ist, wie gesagt, inkludiert. Zweites Jahr kostet dann nochmal 1.100 extra. Und wenn ihr drei Jahre komplett bucht, zahlt ihr nochmal 2.000 Euro extra. Genau. Hervorragend. Damit sind wir auch schon durch, was den Inhalt der Kartons anging. Der Drucker, zeigen wir noch ganz kurz, hat hier eine Transportsicherung. Wir werden aber später durch die Inbetriebnahme komplett von dem Drucker durch diesen Vorgang geführt. Das heißt, ihr könnt keinen Fehler machen. Es ist wirklich sicher für jeden, das zu benutzen. Macht's einfach, das ist wirklich überhaupt gar kein Stress. In dem Sinne, das war's zum Unboxing unseres Form 3Bs. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Bleibt gesund, bleibt uns treu und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.